Ja, moin Kinders. Wir hatten heute mal wieder Bock auf, wie heißt das, Bourbon oder irgendwas aus den USA. Ja. Wäre schon, hätte ich auch Lust drauf. Aber hast du eine Flasche dabei, Sascha? Nee, ich habe leider keine Flasche. Echt? Wer kann uns denn da helfen? Hey, servus, grüß euch. Wie geht's, ja. Jungs? Alles frisch? Ja, so, da haben wir doch was. Also, nach dem Intro geht's los, Kinders. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Heute habe ich natürlich noch Besuch mit dabei, weil wir sind hier in Schwetzingen auf der Whisky Spring, die im Sommer stattfindet, witzigerweise. Und ich habe heute dabei die Sandra, die hat uns Schnaps mitgebracht. Und wir haben heute den Manuel von der Barschule in Freiburg dabei. Sandra, was hast du denn heute für uns dabei? Ich arbeite für die Mictus Distillery aus Louisville, Kentucky und ich habe mitgebracht eine unserer Limited Releases aus der Legacy Series. Damals, bevor Mictus bekannt wurde, war es auch noch als Shanks Distillery bekannt mit dem Sitz in Shepherdstown, Pennsylvania. Und der erste Besitzer hieß dementsprechend damals John Shanks. Es ist natürlich nicht mehr der Stoff, den es früher zu trinken gab, aber um dieses Erbe in Ehren zu halten, haben wir die Legacy Series ins Leben gerufen. Der Bombergers, der eben auch noch dazu gehört als Bourbon, ist leider schon ausverkauft und deswegen gibt es jetzt den Shanks aus der letztjährigen Release 2021. Ich nimm eine Flasche. Ja, und das alles ohne einmal Luft zu holen. Ich habe überlegt, wann holt sie Luft? Wann atmet sie zwischendurch? Ja, ne? Krass. Mal einmal mit Profis arbeiten, Sascha, oder? Ja, genau, einmal mit Profis. Zum Glück haben wir einen Profi am Tisch. Der Shanks Homestead Whisky ist ein Sour Mash Whisky. Sour Mash, wie ihr sicherlich wisst und ihr jetzt gleich auch wissen werdet, ist ja leider kein Prädikat, kein Qualitätsmerkmal, sondern einfach nur ein Produktionsschritt während der Fermentation. Das heißt, wir haben bereits eine vergorene und destillierte Maische, schöpfen diese prozentual ab und geben sie mit in den neuen Maischebehälter. Das heißt, wir bleiben vom pH-Wert oder rutschen vom pH-Wert auf sauer, haben aber immer eine gleichbleibende Qualität. Ähnlich wie bei der Sauerteigbrotherstellung. Was das Ganze jetzt so besonders macht, ist unsere Lagerung. Wir als amerikanischer Whisky liegen ja meistens in der neuen amerikanischen Weißeiche, getoastet und gecharrt in unserem Falle. Hier spielen wir aber mit zweierlei Fässern, der neuen amerikanischen Weißeiche und der Chankepin Oak, welche ursprünglicherweise, übersetzt wäre es eigentlich die Gelbeiche, aber aufgrund der Vegetation in den Vereinigten Staaten ist es ein festgesetzter Begriff Chankepin. Viele Schotten nutzen das gerade auch, um nochmal ein anderes Flavor rauszukriegen. Das heißt, es wird ein bisschen trockener, leicht säuerlicher vom Geschmack. Wir hatten heute auch schon einen Iren damit. Also hieß der Short Cross. Das war auch Rye und Rye und Malt Whisky gemischt. Da war auch dieses, wie heißt das? Chankepin. Chankepin. Genau. Ein weiterer Whisky übrigens, der in Gelbeiche reift, ist dein persönlicher Lieblingswhisky, der dir sehr viele Zuschauer gekostet hat. Ja? Ja, Isle of Razai. Der reift auch in der Gelbeiche. Das schmeckt leider nicht. Also, ist das auch der Grund, warum es kein offizieller Bourbon ist? Ne? Weil eine zweite Holzsorte verwendet wird und es deswegen nicht mehr Bourbon genannt werden darf. Ne? Warum wir ihn noch als Sour Mash deklarieren dürfen, ist natürlich aufgrund der anderen Vorkommnisse, aber unseren Bourbon dürfen wir trotzdem Bourbon nennen. Es geht nämlich auch darum, dass der Whisky auch in der neuen amerikanischen Weißeiche liegt, aber zugleich auch in der Chankepin. Wir verblenden diese miteinander. Es bleibt ein Small-Batch-Produkt, was bei uns eine Verblendung von maximal 20 vollen Fässern bedeutet. Das ist schon mal cool. Die Release ändert sich auch von Jahr zu Jahr, also ein absolutes Collectors-Item. Das heißt, wir haben 2019 den Shanks Homestead Release mit Whisky gelagert, mehr in der neuen amerikanischen Weißeiche und weniger in der Chankepin und die miteinander verblendet. Bei der 2020 Release hat es sich eher so ausgewogen verhalten und die 2021 Release enthält mehr Liquid gelagert in Chankepin und weniger in der New American Oak. Ich freue mich schon auf die 2022er Edition. Ich weiß noch nicht, was es werden soll. 100-0. Hätte ich richtig Bock drauf. Was für Geschmacksprofil kann man denn von der Chankepin verglichen so einem klassischen Bourbon so erwarten? Wie gesagt, mach das mal. Also ich finde, es wird halt ein bisschen trockener, leicht herber im Geschmack. Also die Tannine verhalten sich ganz anders. Und ich finde, auf der Zungenspitze hat so was leicht, so eine leicht bitzelige Säure. Sehr großzügig, danke. Oh ja, sorry.
Mit dem Whisky anderer Leute ist Sascha vorletzte Flasche. Mit dem Whisky anderer Leute ist Sascha immer sehr großzügig. Ich nehme einfach die andere Flasche gleich. Vielleicht, erstmal probieren. Also ich habe letztes Jahr auf der Palatina hatten wir Schenks. Also du hast uns ja den ganzen Stand verkauft abends. Also, da war ich leider nicht so lange, ja. Also bei Sandra am Stand ist ganz gefährlich immer, weil du einfach, also die verkauft dir einfach alles. Egal was da ist, du nimmst alles mit am Ende. Und da haben wir auch Bombergers und Schenks probiert und wir fanden auch den Schenks ein bisschen besser als den Bombergers. Auch einer meiner persönlichen Favoriten, weil wir mal Volumen mitbringen. Wir destillieren grundsätzlich mit einem niedrigeren, beziehungsweise wir destillieren mit dem gleichen Volumen, haben aber ein niedrigeres Entry-Proof. Also dementsprechend gehen wir immer mit 51,5 Volumen im Fass. Beim Bombergers ist es aber erhöht und deswegen haben wir 54% in der Flasche. Beim Schenk sind es jetzt nur 45,6. Wir wollen immer eher einen weicheren, umschmeichelnderen Whisky haben. Ja. Aber mir gefiel der Bombergers mit den 54 auch extrem gut. Ja dann. Cheers. Cheers. Danke, dass ich heute hier sein darf. Danke, ja, dass ich heute hier sein darf. Danke, dass wir alle hier sein dürfen. Ich glaube, das ist das erste Video, wo du nicht vorher über den Geruch geredet hast. Nee. Wir haben einfach direkt getrunken. Ich habe einfach mitgemacht. Ja. Aber finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde total süffig. Total cremig, cremiges Mundgefühl. Erdnüsse, geröstete Erdnüsse. Bei Nuss bin ich auch absolut bei dir. Ich habe auch so einen leichten Zitronenabrieb, finde ich. Aber dieses Nussige, ich finde das eher so diese Haut von der... Erdnuss, also schmeckt die nach Erdnussbutter. Das ist auch nee, kein genau. Geschmack. Das ist halt ne, das ist geröstete Erdnuss, ja. Erdnuss, ja, genau. Schale, bin ich dabei. Von unserem Sauermash-Profil her gehen wir da auch eher mehr in den Roggenanteil als in den Maisanteil. Also ich finde, ich schmecke halt auch dieses würzig-pfeffrige, was der Roggenanteil eben mit sich bringt. Und ich bin auch absolut bei dir bei Zitrus, aber ich bin eher bei Orange. Ja, also schieben, finde ich, tut der auch. Der hat eine gewisse Würze. Aber super, dass jemand einfach durchs Bild gelaufen ist. Ich wollte gerade sagen, aber er hat auch einfach nichts mehr gemerkt. Hat man gemerkt. Alles gut. Aber nicht so schlimm. Wir machen ja alles live, genau. Deswegen. Ne? Es gibt auch keinen zweiten Take. Das ist live. Genau. Wir können nicht nochmal die Flasche machen. Obwohl, doch. Ein bisschen haben wir noch. Ja, ja. Ja, also wie gesagt, mir gefällt der auf jeden Fall echt gut. Aber ich finde auch diese Würzigkeit, dieses Pfeffrige, was du sagst, der schiebt halt so ein bisschen. Ne? Das finde ich aber für 45,6% super. Tatsächlich finde ich, dass er für den geringen Alkoholgehalt extrem dampft. Das heißt aber jetzt nicht, dass er sprittig wird oder alkoholisch wird, sondern dass er halt immer noch so, ne, dieses klassische Bourbon-Ding, ne, absolut Vanille in dein Gesicht, ja, extrem viel Karamellaromen, so, ne, dieses würzige Toastige, was für mich so nach Erdnüssen schmeckt. Also es schmeckt ein bisschen schon so wie ein Peanut Butter Cup. Reese's Pieces, schon so das Geschmacksrichtige von so einem Peanut Butter Cup für mich dabei. Wie viel ist die Flasche nochmal? Gesagt, alles gut. Ist ja auch die letzte Flasche, die man so zu kaufen kann. Wir schlagen definitiv die 100-Euro-Marke in der UVP. Angebot hier, Nachfrage hier, also dementsprechend der Markt bestimmt gerade dementsprechend der Preis und natürlich dann auch der Händler. Genau, hier kriegen wir auf jeden Fall einen Bundle, wenn wir die Flasche kaufen. Das stimmt, ja. Darf ich Werbung machen? Ja, mach doch. 190 Euro beim Hardy Kohl muss nur noch eine Flasche vorrätig. Soul of... YourWhiskey.de. Aha, schon fast den falschen Laden genannt. Da gibt es die auch noch, aber die ist ein bisschen teurer. Aber es gibt sie noch, das ist ja das Wichtige. Denn genau. Das Interessante bei Schenks ist ja nicht, wie viel die Flasche wirklich kostet, sondern dass man sie eh nicht kaufen kann. Richtig. Ja, das heißt, man sie aber man, es lohnt sich auf jeden Fall. Es schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also von mir gibt es auf jeden Fall hier 4 bis 5 Daumen hoch. Ja, wenn ich das Ganze, sag ich mal, vom... Und auch durchs Bild gelaufen. Wenn man das Ganze sozusagen losgelöst vom Preis so ein bisschen kraft, würde ich direkt sagen, für einen Bourbon in der Trinkstärke 5 Daumen hoch. Absolut. Also, weiß ich nicht, ist auf jeden Fall bei den Besten dabei, die man so hat. Wenn man jetzt sagt, die Flasche kostet 190 Euro,
Das musst du natürlich dann noch in Relation setzen, ist klar. Aber für so du bekommst ja noch eine US One mit dazu. Also du kaufst zwei Flaschen. Das ist richtig, das ist richtig. Und für, bei Limited Releases und gerade bei Bourbon und bei Flaschen, die sozusagen aus den USA hier rüberkommen, ist man ja in Deutschland nicht gerade... Weiß nicht, man sitzt nicht gerade am größten Tisch mit, was sozusagen den Whisky angeht. Man muss Glück aber haben, wenn eine Flasche mal wenn man das Bundle haben will, empfehle ich auf jeden Fall den Unblended dabei. Der ist auch gut. Danke. Der junge Mann kennt sich auch aus mit den US sehr, Ones, sehr das lecker. Alleine schon ja. Unsere Standardqualität auch schon überzeugen kann, Kundenglas. Ja, absolut, vollkommen. Ja, sehr cool, dann sind wir durch. Wir müssen jetzt noch, wir müssen noch darüber diskutieren, wie teuer jetzt die Anbruchflasche hier für zu Hause ist. Das machen wir aber, wenn die Kamera aus ist. Also, Kinders, vielen Dank fürs Zuschauen. Sandra, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank an, Manuel fürs Mitmachen. Immer wieder gerne. Und danke an Fabi, der das Kamerakind hinter der Kamera ist und aufpasst, dass hier keiner durchs Bild läuft. Hast du super gemacht, war nur zweimal heute. Also, mach's gut, Fabi, Kinders. Bis nächstes Mal. Cheers. Ja, cheers. Jetzt trinken wir aus, würde ich sagen. Nein.